Hast du irgendwie einen präferierten Ort zum Anlegen an diese Insel? Nee. Hallo und herzlich willkommen da draußen im World Wide Web. Hier sind euer Tommy und euer Klubby Moinsen. Bei Raft. Und Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Was? Was? Ja, ich hab nur Moinsen gesagt. Ach, Moinsen. Okay, das war die beste Anmoderation überhaupt. Wir sind halt Profis. Da kann man aber wir lassen das einfach mal so im Raum stehen. So. Ganz schön ruhig hier auf dem hohen Gewässer, aber wir stehen gerade. Es läuft gerade nicht so viel. Jetzt lustigerweise halten sich die Haie gerade auch zurück, finde ich, oder? Bilde ich mir das also? Beschwöre sie bitte nicht. Beschwöre sie bitte nicht. Wir haben ja einen Köder und mit dem Köder können wir die Haie ködern. Und dann. Was macht ein Köder für gewöhnlich? Ja. Können wir sie töten. Oh. Das hast du vor. Um es mit Gollum zu sagen und dann bringen wir es um. Mein Wenn Schatz. Du willst, schmeiße ich den Köder schon mal ins Wasser, weil dann können wir, so, wenn es solange es dunkel ist, den Hai oder die Haie töten. Ja, brauche ich eine Planke. Zing! Tommy, jetzt kommt er zu dir. Hat er dich erwischt? Das war der Trick an der Sache. Jetzt hat er dich. Haha, nee. Ich bin hier rausgejumpt wie so ein Ninja. Einer von diesen Bären-Ninjas, ich verstehe. Ja, genau, so, Kung-Fu, so ein Kung-Fu-Panda, weißt du? Lass mich mal versuchen, ob ich ihn mit dem scharfen Schwert hitte, weil ich glaube, das macht doppelte Schadenspunkte. Ist er schneller tot. Er haut aber immer ab. Hast du ihn gehittet? Ich habe ihn gehittet. Gehittet? Ich hittete ihn. Hittete. Okay, während du den hittest, gucke ich mal, ob ich aufnehme und und ob ich Ich hab Hunger, ich hab Durst, ich will zu meiner Mami, wann sind wir da? Okay, alles klar. Jetzt beruhigen wir uns erstmal alle. Ja? Ja, du vor allem. Ich bin. Na komm, Bruce, komm. Zack! Und vielleicht sollte ich aufhören, ihn zu hitten, denn er hat schon so ein paar Scharten. Obwohl die Sonne geht gerade auf, oder? Ja. Das ist noch der Mond. Nicht, dass ich ihn aus Versehen in der Nacht töte. Wieso, was passiert da? Das, dann verwandelt er sich in einen Zombie-Hai. Ja, das wollen wir ja nicht. Das wär nicht so. Nee, also wenn ich ihn in der Nacht töte, dann müssen wir halt nachts tauchen gehen und nachts sieht man nicht so viel. Aber komisch, ne? Da kommt er jetzt nochmal. Noch lebt er? Ah, und jetzt wird's hell. Immer noch. Wie viel hält er aus? Wirklich, wie viel hält er aus? Ich meine, das war jetzt der vierte oder fünfte Schlag, den ich ihm verpasst habe. Oh. Dabei wollte ich doch nur einfach nur eine Planke haben. Eine einzige Planke. Wie? Wegen einer einzigen Planke töten wir jetzt hier ein Hai? Nein. Natürlich brauchen wir mehr Planken. Aber ich brauche einen Haken. Jetzt ist er tot und dem Herrn Tommy fällt ein, dass er einen Haken braucht. In der Wertvollkiste liegt ein Haken. Nein, eben nicht. In der Wertvollkiste, hier, bei der Fackel, hier in der Ecke. Da liegt, da liegt ein Haken. Was ist denn die Wertvollkiste? In der Ecke, in der ich eben stand. Aha. Auf der anderen Seite vom Hai, hier, wenn du da ans Ende gehst, in die Richtung, in die ich schaue, da ist eine Wertvollkiste. Du meinst unsere Werkzeugkiste? Sag ich doch, Wertvollkiste. An deinem Atmen hört man, dass du. Ja, dass du gerade schwer durchatmen musstest. Okay, Tommy. Okay, langsam und ruhig. Ganz ruhig. Er macht das nicht absichtlich. Er kann nicht anders. Ja. Er ist halt ein bisschen cool. Der Klammer.
Ist halt ein Klappi, ja. Bist du mit Leben oder ihn töten? Eins von beiden. Vielleicht habe ich nachher noch einen Sperr für dich übrig. Ich habe Friendly Fire ausgeschaltet. Ah, schade. In weiser Voraussicht. Aus Aber Gründen. Guck mal, eigentlich müsstest du mich doch jetzt lieben. Ich sammle hier wieder Schrott wie ein Irrwicht. Das ist sehr, sehr gut, mein Lieber. Ich bin sehr stolz auf dich. Und mehr Metall, Sand, als du je brennen kannst, weil du nicht Sand genug Holz hast. Sand brauchen wir erstmal nicht, ne? Also nur mal so zur... Sand brauchen wir nicht. Und Lehm? Sand haben wir genug. Lehm haben wir auch erstmal genug. Wir brauchen Schrott und Metallerz und Kupfer. Okay. Wir können ja jede x-beliebige Insel anfahren und Oder ist eine Unterwasserhöhle? Ja. Klabbi? Ich riskiere es mal gerade. Steht wahrscheinlich irgendwo ein kleiner Schatz rum. Ja, also es ist zu schaffen auch ohne Sauerstoffflasche. So, ich guck mal gerade. Wir haben... Oh, hier, cool. Schön. Wir haben es gefunden. Wir haben ein Rezept. Früchtekompott. Das ist mal ganz was Neues. Oh, wo geht's denn hier lang? Ach, gar nichts. Das war bestimmt ein Deutscher, der hier war. Erstmal da ein Betreten verboten oder Ausgang verboten schlecht. Ja, genau. Also, einfach mal random ein Schild hinstellen. Passt schon. Genau. Hier nicht tauchen. Pinkeln verboten. So irgendwas. Genau. Wie kommt das Rasenbetreten Verbotenschild auf in die Mitte des Rasens? Mhm. Gute Frage. Da gibt's wohl jemanden, der hat einen Dev-Schein. Der Dev das. Der Dev das? Der Dev das. Da geht's. So, also auf der Insel hast du ja gesagt, bist du durch, ne? Da gab es nicht mehr so viel. Ja. Yep. Ich bin überhaupt durch. Also so. An und für sich und generell. Und überhaupt. Und, ne? Durch mit UA. Durch. Durch. Haben wir an dem Rand jener Insel, haben wir denn da noch was? Man weiß es nicht so genau. Aber könntest du mal einen Blick auf die Haie werfen, wenn du vielleicht gerade in der Nähe des Flusses bist, ob die da noch schlummern? Also noch schön tot sind. Ich sehe es tatsächlich nicht. Du siehst das Floß nicht oder siehst die Haie nicht? Ich sehe das Floß und die Haie nicht. Oh, dann haben sie vielleicht den Anker gefressen. Wie du siehst, kann das gar Floß nicht sein. Tommy, haben wir keine Angst. Ich bin ein bisschen mal draußen, ich komme gerade wieder zurück. Ich sehe das Floß und da sind keine Haie. Ja, dann werden die wahrscheinlich jetzt. Ah, doch, so gleich... doch, auf der anderen Seite, da pennt noch einer. Ach, die ratzen tatsächlich noch. Ich habe nur mal so ein bisschen geguckt, weil ich glaube, hier an der Insel, an den Randgebieten, wo es dann halt tief nach unten geht, wird wahrscheinlich nichts mehr sein, ne? Du Lüger. Ich habe ganz viel geerntet gerade. Hast du noch was gefunden? Weil hier am Floß, in Floßnähe, gibt es nämlich nichts mehr. Ich habe das Gefühl, da ist nicht mehr wirklich was. Also. Dass das alles gar nicht mehr so tief im Wasser liegt, meinst du? Also ich glaube, es ist immer irgendwie angedeutet oder angezeigt, wenn man irgendwo tief runtertauchen muss. Dass da irgend so ein Brett oder sowas ist, was in die Tiefe führt. So, was sagt denn ihr Viecher hier? Die Batterie hat noch gut Luft, okay. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier an diesen Randdingern noch irgendwie, an den Randfelsen noch irgendwas ist. Deswegen geht es erstmal straight nach oben und zurück aufs Floß. Und dann lass uns direkt. Sagst du Bescheid, dann fahren wir weiter. Ja, direkt zur nächsten Insel, bitte. Wir brauchen jetzt Ressourcen.
Wir müssen jetzt mal ein bisschen, doch ein paar Ressourcen mal sparen. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen uns aufladen. Ich habe jetzt wirklich viel in die Verstärkung reingebaut. Und in den schicken Enterturm. Genau. Also da fühle dich frei. Ich bin auf dem Floß. Wir können los. Hat sich gereimt. Wir haben der Freestyler, Alter. Aber hallo. Aber so was von. So, haben wir ein Rezept? Was? Hier können wir noch ins Rezept hinbauen. So. Früchtekompott. Perfekt. Stopp, bevor wir So. zu viel verbrauchen. Wir brauchen eine neue Batterie, Kunststoff und Kupfer. Nicht, dass der So. Schrott nachher weg ist. Kunststoff und Kupfer haben wir zur Genüge. So. 15 Schrott für eine Batterie. Mann, Mann, Mann. So. Okay, dann füllen wir mal hier noch mal auf. Okay. Sehr gut, Tommy, sehr gut. Sehr gut. So, Das hast du jetzt Säule. wieder angestellt. Das ist sehr gut. Ich hab hier Dingens gesammelt. So, Scharniere sind unten, Bolzen sind oben, Schrott ist unten. Sehr gut. Nägel sind übrigens oben. Hast du falsch sortiert, mein lieber Klammy? Ich weiß, ich habe da eine Hand drauf und ich weiß, es nervt, aber Ordnung muss nun mal sein. So. Palmenblatt. Muss alles seine Ordnung haben. Du kennst mich, Klabby. Die Möwe hat meine Vogelscheuche kaputt gemacht. Da ist der Kopf runtergefallen. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es. Jetzt bin ich ja. Ja, mach ihn fertig, Junge. Mach ihn fertig. Ja, ist. Morin fertig. Zu spät mit fertig. Kann ich die reparieren? Meine Vogelscheuche. Weiß ich gar nicht. Kann man sowas reparieren? Nee, ich konnte sie nur auseinandernehmen. Mal eine blöde Frage. Achso, ich habe keine. Die Planken irgendwie abgelegt. Ich benutze gerade die ganzen Planken, um halt. Wir müssen unbedingt einen Vorrat anbauen. Da habe Ja, ich einen kleinen leider. Vorrat haben wir ja oben in den Ach komm, wie heißt das? In den Bäumen, die hinten am Heck sozusagen oben stehen. Da könnte man auch noch mehr Bäume reinpflanzen. Dann kannst du dir Ja. quasi Planken züchten. Das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, das mache ich mal gerade. So, dann tingle ich mal hier hoch. So, la 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 la. Ah ja, perfekt. Ah, Birkensamen. Dann könnte ich jetzt rein theoretisch die Birkensamen, könnte ich jetzt wieder reinpflanzen, korrekt? Genau. Und dann wachsen da neue Birken. Okay, und da die oben stehen, wässern die sich hier quasi selber, ne? Nur wenn es regnet. Ne, da warten wir auf den Regen, ist okay. Nehmen wir das Wäldchen mit, aber so Baumsamen, hier hätten wir jetzt noch Potenzial tatsächlich. Haben wir noch Potenzial? Haben wir noch irgendwo Samen hängen? Ich meine, in irgendeiner, es gibt eine ganze Kiste, die heißt Samen. Was ist das für eine Kiste hier oben? Was ist das Welche der denn? vielen?
Ja, ich würde gerade sagen, hier oben ist noch eine Kiste mit Zeug drin. Was ist das für eine Kiste hier? Da ist die Schere drin, um das Lama zu scheren. Also war zumindest drin. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht mehr drin ist. Ja, warte, dann baue ich eine andere Kiste. Warte. Die großen Kisten brauchen wir unten zum Lagern. Was ist das für eine Kiste? Ja, jetzt mal ehrlich, Junge. So. Ja, und warum lagen da zum Beispiel Steine drin? Ja, und Seile. Weil unten kein Platz mehr war. Ja, weil ich, das ist ja alles unordentlich und sowas. Ja? Ach, Heidenei. Noch 650 Meter. Dann sind wir bei Balboa, bei Caravan Island. Aber einen Bauhammer haben wir doch schon. Brauchen wir doch alles gar nicht mehr. Hier die Muscheln weg. Was ist das hier? Eine Tonschale. Die Tonschale brauchen wir zum Essen kochen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich sie nicht weggeworfen. Okay. So, die packe ich hier in das Lager mit rein, da wo das Essen liegt. So, und die Kiste zur Zubereitung von Essen kommen die Höhlenpilze rein. Die kommen nicht oben hin. So, und die Muscheln brauchen wir auch nicht mehr. Junge. Ach, eine Unordnung. Also ich bitte mal von jedem Obst eins. Während der alte Mann da schimpft. So, was habe ich denn an Barmen? Ein Palmsamen nehme ich mal mit hoch. Pinienzapfen kann ich einpflanzen. Die waren, glaube ich, ganz effektiv, ne? Die machen halt eine Pinie. Geh weg. So, Stones. Dann brauche ich Palmenblatt. Dingens. Dann brauche ich Kunststoff. Dann brauche ich Seile. Dann brauche ich Nägel. Die packe ich mal gerade hier so hin. Das kann ich gleich futtern. So. So, zack. Zack. So, und oben brauchtest du die Schere, hast du gesagt, ne? Oben braucht die Schere? Einfach zum Scheren des Lamas. Ja. Aber da haben wir ja schon eine. Ja, die kommt weg. Du kriegst doch oben eine kleine. Weil wir brauchen nämlich keine, ne? Du weißt. Immer darf man alles nie behalten. So, dann kommt das tolle Teil nämlich direkt hier neben die an Antennen, neben dieses Antennending und da packe ich eine Schere rein. Beziehungsweise da kannst du dann auch die Wolle mit reinpacken. Wolle und Schere, ne? Wolle, Schere? Wolle, Schere kaufen? Und Wolle, Schere. Du weißt, was ich meine? Ordnung ist das halbe Leben. Mein Gutster. Ich lebe in der anderen Hälfte. Das müsstest du eigentlich mit am besten wissen. Immer diese Funktionalbauer. Das klang jetzt wie Funktionalbauer. Wie Bäuerchen. Komm her, komm, Klappi, ich schere dich. Nein, ich will dich nicht tragen. Ich will dich scheren. So. Tommy, guck mal da. Das ist eine von den großen Inseln, ne? Ja, das ist die Insel, auf die wir gerade, also wo wir gerade hin fiebern. Ja, dann. Glaube ich. 380 Meter.
Das ist ja heiß. Guck mal, Klabbi. Ja, ich guck auch gerade. Also warte, warte, warte. Aber du kannst hier. Boah, was sind denn da für Aufbauten drauf? Und da ist irgendwie so ein fieser Vogel, der da rumfliegt. Hier im linken Teil. Und das wäre mir voll im Weg, der Tommy. Ja, weil ich immer eine Fahne hinbauen will. Warum willst du eine Fahne da hinbauen? Tommy, ich schmeiß dir hier auf die untere Plattform mal ein Fernglas. Heb das mal auf und guck dir die Insel mal damit an. Das hat mal eine ganz andere Wirkung, finde ich. Boah, das ist ja heiß. Wirklich. Ich bin ins Wasser gefallen, ich bin ins Wasser gefallen. Ach, ich werde da ansterben. Das sind so... Sind das Seile und Brücken? Ich glaube ja. Sehr spannend. Ich bin gespannt, wirklich. Hast du irgendwie einen präferierten Ort zum Anlegen an diese Insel? Nee. Auch der Enterturm ist noch gar nicht fertig. Ja, also, ich glaube, den werden wir auch nicht so hochkriegen, dass wir da... Nee, so hoch soll auch gar nicht werden. Das soll einfach nur eine Einstiegshilfe sein, falls es mal Probleme geben sollte. Nur müsste man halt überlegen. Hast du so ein Gefühl, wo dieser Vogel hauptsächlich fliegt? Vorhin war der eher links geflogen, jetzt ist er eher in der Mitte. Ja, der fliegt, der dreht wahrscheinlich über der kompletten Insel so seine. Okay, dann Bauchgefühl. Eher rechts dran vorbei oder eher links dran vorbei? Ja, eher rechts dran vorbei, würde ich sagen. Okay. Aber guck mal zu unserem Enterturm ganz kurz. Siehst du das Fähnchen da oben? Ja. Ist das cool? Das gleiche Fähnchen. Tommy, du hast das Fähnchen hier oben abgebaut. Richtig. Das Fähnchen zeigt die Strömung an. Ja, ich weiß. Und jetzt siehst du es von überall. Okay, experimentiere ich mit, ob ich damit klarkomme. Vielleicht muss ich dir dann sagen, nee. Das Segel wird sowieso noch umgesetzt. Auf den Enterturm. Klappi auf ins Eckchen. Geh auf deinen Enterturm schmollen. So, und diese komische Ente. Was machen wir mit dieser komischen Ente hier? Hilf mir bitte mal, die Insel zu beobachten. Weil ich glaube, also wir müssen im Zweifelsfall gleich paddeln. Weil wir sehr starke Strömung haben. Oder Grundwindrichtung oder halt das, was die Fahne anzeigt. Und ich glaube, wir müssen da anlegen, wo unsere rechte Spitze hin zeigt. Also rechts vorne sozusagen. Ja. Das sieht mir so aus, als ob man da die Insel betreten kann. Im dürfsten Fall. Oder ganz rechts. Das geht auch. Es wäre jetzt sinnvoller, wenn wir jetzt mal irgendwie so eine Art Licht hätten. Das wäre, glaube ich, sehr sinnvoll. Ich würde fast sagen, und das wäre jetzt nur eine reine Vermutung, du kannst zwischen diesen Felsen irgendwie durch. Fahr mal rechts rum an der Insel. Ja, ich versuche gerade schon rauszufinden, wie man ein Paddel baut. Weil wir werden zwei Paddel brauchen und werden paddeln müssen. Ja. Planke, Kunststoff und Seil. Ich hoffe, das haben wir noch. Ich sehe auch gerade, dass die Fahne gar nicht so richtig hängt. Die muss ich nochmal abbauen. So ist es. Ich versuche irgendwie zu navigieren und Tommy ist voll auf Ästhetik-Trip. So. Tommy, in der Wertvollkiste liegt ein Paddel. Rüste dich doch mal damit aus. Ja. Ganz kurz. So, mit dem Paddel ausrüsten. Weil da müssen wir jetzt tatsächlich hinpaddeln, wo wir hinwollen. Und wir treiben gerade so ein bisschen dran vorbei. Komm doch mal an das Ende vom Floß, wo du sagen würdest, lass uns da hinpaddeln. Mit dem Paddel. So, jetzt funktioniert's. Ich habe drei Arme. Zwei paddeln, einer trinkt Tee. Sonst entscheide ich, wo wir anlegen. Und dann mache ich es garantiert falsch. Hey, guck, hier vorne ist ein Steg sogar. Wo vorne?
In die Richtung, wo ich dich paddel. Vorne rechts, so also Richtung Nordosten. Ach so, Nordosten. Ach, da. Da schmeißt uns jetzt aber gleich der Vogelding auf den Kopf. Ja, wir müssen es jetzt leider probieren. Also, okay, jetzt müssen wir Anker lichten. Und an dieser Stelle geht es beim nächsten Mal weiter, liebe Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Wir danken fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir diese Insel erkunden. So sieht's aus. Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Wir sind raus. Danke. Bis denn. Tschüss.